Servus YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Deckprofile auf meinem Kanal. Heute das Deckprofile der Himmelsjäger, zu Englisch die Skystriker. Das wahrscheinlich momentan stärkste Metadeck, zumindest eins der Decks, was momentan sehr, sehr stark gehypt ist. Ich finde es auch persönlich sehr, sehr stark und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal gemeinsam an. Also bis gleich. Starten wir erstmal mit den wenigen Monstern des Decks und zwar erstmal dreimal die Himmelsjäger Azrai oder Rai, wie man die eben auch aussprechen mag, ist auf jeden Fall eine der Keykarten des Decks, weil sie kann man normeln und quasi wegtributieren und dann eins der beiden, ja, Extra-Deck-Monster der Himmelsjäger, Askagari oder Shizuku, eben beschwören. Und zusätzlich, wenn sie im Friedhof ist und eins der beiden Link-Monster zerstört wird, dann darf man sie eben wieder specialen. Das ist auf jeden Fall eine sehr starke Karte und dieser Tributeffekt ist ein Schnelleffekt, was die Karte unglaublich stark macht. Dann spiele ich dreimal bei den Handtraps die Aschenblüte und Freudiger Frühling. Ist, denke ich, auch selbsterklärend. Einige Leute spielen sie momentan nicht. Die würden den Ogre vielleicht vorziehen, aber ich denke, dass die Ash immer noch die stärkste Handtrap mit im Format ist. Und dann habe ich mich entschieden, zweimal Kauz und Schlossvogel zu spielen, weil die Karte im Mirror-Match einfach saustark ist. Sie unterbindet quasi direkt ja, den Spielzug des Brandish, beziehungsweise in dem Fall Skystriker-Spielers, weil ja, seitdem er konnte das Ganze mit einem Gamma aus oder aber auch mit einem Called by the Crave, aber das ist eher ja, auch eine Glückssache. Deswegen finde ich Kauz und Schlossvogel nach wie vor da die richtige Wahl. Dann haben wir noch ein paar One-Offs. Da spielen wir einmal den dunkelsten Diablos her der Höhle. Er ist einfach in dem Deck super stark, weil er passt super zur Ray. Die kann sich wegtributieren, dann triggert sein Effekt und er kann sich quasi selbst wieder vom Feld wegschicken und den Gegner noch eine Handkarte klauen. Somit behindert er auch nicht die Effekte der Zauberkarten, die besagen, dass nur Monster in den Extra-Deck-Zonen sein dürfen quasi oder keine Monster in den Main-Monster-Zonen sein dürfen. Deswegen ist der Diablos hier eine sehr starke Karte, wie ich finde. Und dann spielen wir noch einen One-Off, und zwar den Thun-Cyberdrache. Warum wir den spielen, da kommen wir später nochmal zu. Einfach, um Bossmonster des Gegners leicht outen zu können. Da ist die Karte besonders stark, beziehungsweise sie ist eigentlich nur, ja, man könnte fast auch einen normalen Cyberdrachen spielen. Aber der Cyber-Thun-Drache ist eben suchbar über das Thun-Inhaltsverzeichnis, wo wir dann gleich nochmal drauf kommen. Und ja, soweit war es das eigentlich auch schon mit den Monstern. Das Deck möchte nicht viele Monster spielen, bestenfalls auch gar nicht so viele davon auf der Starthand. Und ja, ich würde sagen, gehen wir rüber zu den Spells, weil da haben wir nämlich eine ganze Menge. So, bei den Spells fangen wir auf jeden Fall erstmal mit dem wichtigsten Spell des Decks an. Entschuldigung auch einmal dafür, ich habe diese Karte einmal proxen müssen, da die Deutsche Post leider wieder mal stark auf sich warten lässt und ich diese Karte einfach immer noch nicht habe. Die dritte ist natürlich in Arbeit. Ich hoffe, das ist okay für euch, aber ich denke, zum Zeigen reicht es auf jeden Fall aus. Und zwar sprechen wir hier von Himmelsjäger Mobilisierung Angriff. Das ist auf jeden Fall die stärkste Draw- und Suchkarte des Decks, weil sie ermöglicht uns einfach irgendeine Himmelsjäger-Karte aus dem Deck auf die Hand zu nehmen. Und zusätzlich, wenn wir drei Zauberkarten im Friedhof haben, wenn der Effekt aktiviert wird, dann dürfen wir zusätzlich noch eine Karte ziehen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Sache. Deswegen dreimal. Dann spielen wir dreimal Himmelsjäger Mech Hornissen Drohnen. Würde ich auch als eine der wichtigeren Karten betiteln, weil sie sagt eben auch wieder, wenn wir keine Monster in den Main-Monster-Zonen haben, das ist eigentlich so die, ja, das sagt jeder Spell hier, dann darf man den Effekt aktivieren. Sie besagt einfach, dass wir einen Token beschwören dürfen und mit diesem Token können wir dann quasi unsere Link-Monster bauen. Und wenn man drei oder mehr Zauber im Friedhof hat, dann hat das Token einfach ein bisschen bessere Stats. Ansonsten ist das nicht wirklich relevant, aber die Karte ist halt sehr wichtig, um in unsere Link-Monster zu gehen, die uns dann wieder was anderes recyceln können. Deswegen eine sehr, sehr wichtige Karte. Dann spiele ich eine Karte, Himmelsjäger Mech Witwenanker. Die spiele ich dreimal, viele Leute spielen die auch zweimal. Ich finde sie auf drei super stark, weil ja, sie negiert quasi gegnerische Monster. Und wenn wir drei oder mehr Zauber im Friedhof haben, dann können wir das Monster noch bis zur Endphase des Gegners quasi ja, übernehmen oder halt auch in unserem Zug auch. Also ist eine sehr starke Karte, dann können wir das Monster theoretisch verbauen oder eben damit noch angreifen. Deswegen ist der Himmelsjäger Mech Witwenanker meiner Meinung nach Pflicht auf drei. Auf zwei ist es auch okay, aber wie gesagt, eine sehr, sehr starke Karte. Dann bei den weiteren Karten, die wir dreimal spielen, dreimal das Thun-Inhaltsverzeichnis, um eben relativ schnell Zauberkarte in den Friedhof zu bekommen. Und am Ende wollen wir uns dann eigentlich den Thun-Cyberdrache suchen, deswegen ist die Karte hier drin. Also Ziel wäre es quasi, jede einmal zu benutzen und am Ende den Thun-Cyberdrachen zu haben, um dann quasi dann direkt genug Spells im Grave zu haben, um die anderen Effekte dann triggern zu können. Zusätzlich können wir mit den Thun-Cyberdrachen dann später auch noch was Schönes basteln, aber dazu dann mehr im Extra-Deck. Dann bei den Karten, die wir zweimal spielen, Himmelsjäger Mech-Module Mehrzweck, spielen manche Leute auch nur einmal. Ich finde sie auf zwei sehr stark, weil sie sagt eben, dass wir quasi ja, eine Karte, die wir kontrollieren, auf den Friedhof schicken müssen und dann kann der Gegner für den Rest des Spielzuges nicht mehr auf die Aktivierung von unseren Zauberkarten mit Effekten reagieren.
Zusätzlich sagt sie noch, dass sobald sie gespielt wurde, alle anderen ja, Himmelsjäger-Karten, die danach gespielt wurden, laut der Anzahl dann, so viele Karten dürfen wir dann in der Endphase von unserem Friedhof wieder setzen, aber wenn diese dann das Spielfeld verlassen, dann würden sie halt verbannt werden. Trotzdem ist es eine sehr, sehr starke Karte. Dann spiele ich zweimal die törichten Begräbnisbeigaben. Manche spielen die auch drei. Ich finde sie auf zwei auf jeden Fall sehr, sehr ausreichend, weil selbst wenn man das Target, was man eigentlich reinlegen möchte, nicht mehr hat, dann kann man sie immer noch selber reinlegen und somit ist auch ein weiterer Spell im Grave. Und dann spiele ich weiter bei den zwei Karten, die ich zweimal spiele, zweimal vom Grab gerufen, weil sie unsere Plays eben durchbringen kann. Sie kann den Lockbird negieren, sie kann eine Ash negieren, das ist sehr, sehr stark. Und dann habe ich mich noch entschieden, zweimal den Zwillingstwister zu spielen, weil er sendet uns quasi auch direkt einen Spell von der Hand in den Grave. Und kann auch die Backrow des Gegners loswerden, was das Deck eh nicht so mag, daher eine gute Sache. Dann spielen wir noch zweimal Himmelsjäger Luftraum, 0 Koordinate. Ist der Field Spell des Decks, deswegen kann man theoretisch auch noch Landformen spielen, was ich in dem Fall aber nicht tue. Er sagt einfach, dass wir die obersten drei Karten unseres Decks anschauen können. Und wenn da eine Himmelsjäger-Karte dabei ist, dann dürfen wir eine Karte, die wir zuvor gewählt haben, auf den Friedhof senden. Da gibt es coole Kombos mit der Himmelsjägerin Ass-Rei, weil dann kann man die quasi drauf unchainen. Aber das werde ich, denke ich, in einem anderen Video noch mehr genauer erläutern. Dann spielen wir bei den One-Offs einmal das Foolish Burial, eben uns um den Diabolus in den Grave zu senden oder auch die Ray. Dann einmal Verstärkung für die Armee, damit können wir uns die Ray suchen. Dann Himmelsjäger-Mech-Hai-Kanone. Das ist quasi so ähnlich wie der Anker, aber hier ist es auf dem Friedhof bezogen. Wir dürfen ein Monster vom Gegner verbannen und wenn wir drei oder mehr Zauber im Friedhof haben, dann dürfen wir das Monster auf unsere Seite specialen. Es darf halt nicht angreifen, aber zum Bauen ist es ganz nett. Dann haben wir noch einmal den Himmelsjäger-Manöver Nachbrenner. Spielen manche Leute auch zweimal. Ich habe mich auf jeden Fall dafür entschieden, dass einmal auf komplett ausreichendes dafür, weil so toll finde ich ihn jetzt auch nicht. Und zwar besagt er, wie die eben anderen auch, wenn ich keine Monster in den Main-Monster-Zonen habe, darf ich ein offenes Monster des Gegners einfach zerstören. Und wenn ich drei oder Zauber oder mehr im Grave habe, dann kann ich eine gesetzte Zauber der Falle auf dem Spiel zerstören. Beziehungsweise die muss nicht gesetzt sein, also das kann irgendein Zauber sein, den wir uns dann zerstören, auch unsere eigenen. Und dann spielen wir noch einmal Himmelsjäger Mech Adlerdüse, das ist einfach so zum Schutz unserer Monster. Sie schützt einfach unsere Monster vor Kampf- und Karteneffekten, Zerstörungen. Dann haben wir hier noch den Herkules Basis, das ist einfach so die Recycling-Karte des Decks. Und dann spielen wir noch einmal Himmelsjäger Manöver Störwellen, so ein bisschen Backrow, also den Gegner Backrow wegschießen und zusätzlich dann noch ein Monster schießen, wenn die restlichen Effekte erfüllt sind. Und dann eben noch einmal die Metalphose Fusion. Ja, warum ist die hier drin? Ganz einfach wegen den törichten Begräbnisbeigaben, denn damit können wir diese Karte in den Friedhof schicken, dann dürfen wir sie zurück ins Deck mischen und einfach eine Karte ziehen. Eine sehr, sehr starke Sache, wie ich finde. Und ja, soweit mit den Spells. Gehen wir rüber ins Extra-Deck. Im Extra-Deck spiele ich dreimal Himmelsjäger Ass Kagari. Er ist einfach unser Recycler quasi. Wenn er spezial beschworen wird, dann dürfen wir einfach einen Zauber in unseren Friedhof, also einen Himmelsjäger-Zauber in unseren Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Und zusätzlich erhält er 100 ATK für jeden Zauber, den wir im Friedhof haben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Somit kann man die Karte auch deutlich, deutlich hochpushen, weil sie hat sowieso schon 1,5. Dann spiele ich eine Karte zweimal und zwar Sky Striker Ace Shizuku, zu Deutsch Himmelsjäger Ass Shizuku. Warum zweimal? Ganz einfach, weil ich ihn aktuell nur zweimal habe. Natürlich würde ich die Karte dreimal spielen, aber eben dasselbe Problem wie bei der Engage. Die Post ist einfach momentan nicht gerade schnell und deswegen habe ich sie aktuell nur zweimal da. Dann spiele ich noch einmal Drillings Feuerstoßdrache, ist eine Karte, die sehr interessant ist, sollte man sich unbedingt mal anschauen. Gibt es auch ganz nette Kombos dazu. Dann spiele ich noch einmal eine Linkspinne, die wahrscheinlich rausgehen würde, wenn der dritte Shizuku da ist. Dennoch kann die Karte ganz gut sein in den Deck, da wir auch Tokens beschwören können. Somit ist sie zum Verbauen oder in die Linkplays ganz nett. Dann spielen wir auf jeden Fall hier noch einmal einen Chimera-Tech Mega Flottendrache und das ist auch der Grund, warum wir den Cybertoon-Drache spielen. Er kann quasi das gegnerische Extra-Deck-Monster weg tributieren oder einfach als Material nehmen, ohne dass das irgendwie gezielt wird und somit kann man einfach Bossmonster einfach sehr, sehr leicht loswerden. Zusätzlich hat er dann in den meisten Fällen auch noch 2400 Angriffspunkte und das ist ja dann durchaus auch ein kleiner Beatstick. Dann spiele ich noch ein kleines Utopia-Package, die Nummer 39 und Utopia the Lightning. Ist, denke ich, auch selbsterklärend, einfach um ja auch Bossmonster des Gegners out zu können. Und wir können eigentlich relativ leicht hier auch eine Stufe 4 XY machen. Dann spielen wir bei den weiteren Link-Monstern einmal die Nightmare Engine, einmal das Einhorn, einmal die Meerjungfrau, eben um die Ibli outen zu können, wenn der Gegner uns die ganze hinlegt. Einen Cerberus, einen Phönix
und zu guter Letzt noch einen Borlo-Drache, weil es eben wahrscheinlich noch das beste Link-Monster ist, was wir aktuell beschwören könnten. Wenn ich noch die Wahl hätte, was zu ändern in den Extra-Deck, dann würde ich auf jeden Fall die Trisbaner reinnehmen. Also Topologic Trisbaner, die ist auch schon bestellt, allerdings leider auch noch nicht da. Aber das kann dann jeder selber entscheiden, ob er die Karte spielen will oder nicht. Auf jeden Fall ist es kein Muss. Und ja, das war es dann eigentlich auch soweit mit diesem Deck-Profile. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar dazu da und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.